Wir sind hier auf dem Hof Bünkenmühle bei der Familie Bärbuben und ich bin Dorothee, eine der Töchter, und kümmere mich hier unter anderem um die Kühe. Wir sind hier ein Familienbetrieb, auf dem meine Eltern noch mitwirken und meine beiden Schwestern und ich, sowie mein Ehemann und meine Schwester, betreibt die Käserei, in der wir unseren eigenen Käse herstellen. Vor ein paar Jahren haben wir das System hier auf dem Hof installiert und haben somit genau im Auge, welche Kühe krank sind, weil es die Wiederkauaktivitätsabweichung misst, und haben somit auch einen guten Überblick, welche Tiere im Brunst sind. Wir nutzen das System in unserem Stallbüro und dreimal täglich überprüfen wir die Listen mindestens und schauen, welche Tiere auffällig sind, welche in der Wiederkauaktivität abweichen oder welche Kühe zu besamen sind. Das System schafft uns mehr Freiräume, sodass es auch mal möglich ist, in den Urlaub zu fahren und uns an den Wochenenden abzuwechseln, weil wir uns sowohl auf die Familienmitglieder als auch auf die Technik verlassen können. Wir haben durch das System einen guten Überblick über jede einzelne Gruppe und merken sofort, wenn in einer Gruppe etwas nicht stimmt. Den Großteil der Herde können wir somit auf eine natürliche Brunst belegen. Im Hinblick auf Fütterungsumstellung dient das System als gutes Hilfsmittel, weil man sofort merkt, dass man etwas geändert hat und an welchen Stellschrauben man vielleicht drehen muss, um die Fütterung wieder zu optimieren. Thank you.